Deutschlandfunk Kultur in Konzert. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Funkhauskonzert live vom Hans-Rosenthal-Platz in Berlin. Mein Name ist Matthias Wegner und ich freue mich auf den Jazz-Trompeter Christoph Titz und seine Band. Eine Band, die aus einem riesigen Fundus schöpfen kann, denn vor gar nicht langer Zeit, im Dezember letzten Jahres, wurde ein neues Doppelalbum der Band veröffentlicht. Walking the Corner heißt es. Und daraus stammen die meisten Songs, die wir hier heute Abend hören werden. Wir stellen die Band und den Bandleader gleich noch etwas genauer vor, aber wir wollen sie nun erst einmal hören. Freuen wir uns auf Alfonso Garrido, Perkussion und Schlagzeug, Juan Camilo Vila, Bass, Geo Körner, Keyboards und der Bandleader Christoph Titz zu hören an Trompete und Flügelhorn. Viel Spaß! Thank you.
Thank you.
Das Funkhauskonzert im Deutschlandfunk Kultur live aus Berlin, heute mit dem Trompeter Christoph Titz und seiner Band. Und in dieser Band spielen Alfonso Garrido Perkussion und Schlagzeug, Juan Camilo Villa Bass, Giro Körner Keyboards und der Bandleader Christoph Titz Trompete und Flügelhorn. Es geht gleich weiter mit dem Konzert. Vorher möchte ich mich eine kleine Runde mit dem Bandleader unterhalten. Herzlich willkommen erstmal. Toll, dass ihr da seid. Ja, sehr, sehr gerne. Ne? Vielen Dank für die Einladung. Ist ein großes Vergnügen hier. Wow. Ja, ging schon sehr gut los. Und Christoph Titz, ich möchte ein bisschen auch noch über dich verraten, unseren Hörerinnen und Hörern. Du hast ja eine spannende Bio- und Diskografie im Rücken. Aufgewachsen bist du in Aachen, hast lange in Köln gelebt, warst Teil der dortigen, auch sehr vitalen Musikszene. Es gab dann über die Jahre jede Menge auch Projekte mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, zum Beispiel mit Reinhard May, Sarah Connor, vielen anderen auch. Und dann bist du nach Berlin gezogen. Seit 17 Jahren lebst du mittlerweile hier in der Stadt. Und ich habe den Eindruck, dass du dich in den letzten Jahren stärker auf die eigenen Bands fokussiert hast. Stimmt dieser Eindruck? Ach ja, ich mache das eigentlich schon immer auf eine Art. Und ich war zwischendurch, habe ich ganz viel einfach gespielt in Anfang meiner 40er und Anfänger, in der Zeit, wo ich hier war, in anderen Bands und habe irgendwann gemerkt, ey, ich muss weiter wieder neue Sachen schreiben und habe dann doch in Berlin auch einige Platten eigentlich gemacht, dieses When I Love Here and Now, dann Frohbeat, ein paar Live-Alben und jetzt halt Walk in the Corner und ich wollte das dann einfach unbedingt wieder fortführen, was ich auch früher schon mit Sketches halt in Köln angefangen habe, das war halt meine erste Band, wir waren bei Vera Bra Records mit drei Alben und das war dann irgendwie,
Ja klar, wie das dann so ist, dann ist dann vorbei und man wechselt den Ort und bekommt auf einmal auch Möglichkeiten, da und dort zu spielen. Und wir waren aber auch ganz viel dann am Anfang in Polen, sehr viel auf Tour mit hier mit meiner Musik und so. Und jetzt ist es gerade auch wieder, ich spüre auch für mich selber, dass irgendwie so ein Zugang, habe hier fantastische Jungs neben mir und das macht so einen Spaß. Und genau, und die Pandemie haben wir ja auch alle überlebt, von daher, da wussten wir auch nicht so genau. Apropos Polen, du hast mir vorhin verraten, ihr spielt auch in diesem Jahr wieder in Polen. Also da gibt es eine ganz gute Verbindung. Ja, ich spiele zum einen, also wir haben jetzt beim letzten Mal mal beim Comedy Festival in Słupsk, da bin ich dieses Jahr auch wieder, aber einer anderen Konstellation mit Orchester und dann, da freue ich mich sehr drauf, mit Peter Wenig am Saxophon, sind wir dort. Und Ende Oktober spielen wir, das ist hier an der Grenze bei Frankfurt an der Oder, weil auf der polnischen Seite ist ein neues Festival und das wird am 26. Oktober sein, da werden wir spielen. Genau. Wir konnten es schon ganz gut hören hier bei den ersten drei Stücken. Das waren übrigens Ebomania, Story Without End und What Now, die ersten drei Stücke. Ein wichtiges Merkmal in deiner Musik ist auf jeden Fall der Rhythmus. Es gibt natürlich auch diese tollen Melodien, aber darunter liegt immer so ein unglaublicher Puls, der einen mitnimmt. Woher kommt eigentlich deine große Begeisterung für diese rhythmische Vielfalt, die du in deiner Musik hast? Ja, ach, zum einen, ich glaube, ich mag unheimlich gerne Bass, ne? Und Bass ist natürlich in der Regel ein rhythmisches Instrument und legt das Fundament. Und das gibt es halt in tollsten Konstellationen. Und diese in Kontrapunkt zur Melodie, zur Trompete, das interessiert mich sehr. Ja, das tickt mich einfach an. Wie jetzt natürlich ein bisschen durch Alfonso auch, der haben wir ein bisschen mehr Latin, Atmosphäre, Klänge und so weiter. Und natürlich Juan Camilo, der halt das auch in seinem Blut hat, solche Rhythmen zu spielen. Es ist schon immer so. Das war früher schon mit Werner Lauscher bei Sketches so, wo wir auch sehr stark Beat und und Melodie da drauf. Aber ich mag auch sehr gern sphärische Sachen, aber es muss immer wieder zurück, es muss auch ticken. Kommt ja vielleicht noch was heute Abend davon. Du selbst spielst ja Trompete und du spielst aber auch Flügelhorn. Ein Stück hast du schon am Flügelhorn gerade gespielt. Mhm. Wie grenzt du diese beiden Instrumente voneinander ab? Man sagt ja oft so Balladen, Flügelhorn, dann so die Abtempo-Stücke, dann eher Trompete. Oder wie ist bei dir da so die Abgrenzung? Ja, ist auf eine Art, also passiert so, aber ich mag auch sehr gerne Balladen auf Trompete, weil es hat was Schlankeres. Das ist total schwer zu sagen. Jetzt gleich gibt es ein poppigeres Stück, das ist dann mit Flügelhorn und dann wird es eigentlich ein sehr sphärisches Stück geben, aber das spiele ich dann mit Trompete, weil ich irgendwie dann doch diese Schlankheit mag. In diesem, das Tolle ist, die ergänzen sich wahnsinnig gut, die beiden Instrumente, weil man kann dadurch einfach verschiedene Ausdrücke einfach finden. Ne? Ich habe schon gesagt, du lebst seit 17 Jahren in Berlin, vorher halt in Köln und du hast immer noch sehr gute Kontakte nach Köln, wie wir auch an der Band des heutigen Abends ablesen können. Das sind alles Kölner Kollegen. Das sind nach wie vor Kölner Kollegen und dann auch umso mehr Freunde natürlich hier und in Gero. Wir haben eigentlich länger nicht gespielt und wir haben letztens wieder angefangen und ein Konzert gemacht und er ist auch sehr, sehr viel unterwegs und wir kennen uns ewig. Er spielt auf den ersten drei Studioplatten von mir mit. Und dann hat sich das und war auch ganz am Anfang in Polen sehr viel dabei und dann musste ich auch irgendwie hier ein bisschen rüber. Und wie das dann so ist, dann hat man eine Band, war ja Tom Jordi, der ist auf der Platte dabei, wunderbar, toller Bassist, aber der wohnt jetzt am Bodensee. Und irgendwie daher, dass Alfonso auch familiär hier, seine Eltern wohnen hier, sein Vater wohnt hier. Und für ihn, wir sind halt auch einfach Freunde und das hat sich dann so ergeben. Und jetzt können die ja zu dritt kommen oder ich muss nur alleine dahin, das geht halt auch. Sehr schön. Wir wollen den Abend jetzt musikalisch fortsetzen. Wie können wir uns das weitere so vorstellen? Mit was können wir so rechnen? Was passiert heute Abend noch? Ach, thematisch ist jetzt eigentlich interessant, was wir jetzt hatten. Das war ja klar Ibomania für Ibo Taylor, den ghanaischen Sänger und Gitarristen, mit dem ich mal vor Zeiten spielen konnte. Das hat mich sehr inspiriert, dadurch auch ein bisschen diese Art Groove. Und dann Story Without End ist ja so eine Sache. Das geht um die Geschichten, die man so im Kopf hat und die aber zum glücklicherweise, über die man sich dann auch später immer noch freut, obwohl sie vorbei sind. Man hat sich irgendwie auseinandergelebt oder sonst was, aber es sind schöne Geschichten. Und gerade What Now, das war halt die Frage zur Corona. Was geht denn jetzt ab? Was wollen wir machen? Dementsprechend war auch die Melodie. Und jetzt geht es weiter zum Beispiel mit vom Traffic Lights, Traffic Jams. Und das ist im Prinzip eine Hommage an den Straßenverkehr, wenn man das so sagen kann. Also den Hektik, den man hat. Es wird ja ein bisschen verkehrsberuhigter hier. Und dieses ganze gehupte, zwei Reitbahnen,
zweite Reihe parken, aber auch vor allem die selber wütend werden, wenn man im Auto sitzt und nicht weiterkommt und so. Und das in irgendeiner Form vielleicht auch kontrollieren zu können. Das war so ein bisschen diese Thematik. Aber die Bahn hat das mittlerweile so getoppt, unabhängig von den ganzen Streiks oder so, haben wir so viel schlechte Erlebnisse gehabt. Also ich will das Stück jetzt der Bahn widmen vom Traffic Jams. Vielen Dank, Christoph Titz und Band. Weiter geht's mit dem Konzert. Alfonso Garrido, Juan Camilo Villa, Giro Körner und Christoph Titz. Live im Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Das war vom Traffic Light zu Traffic Jams. Genau, und es geht weiter mit einem Stück, ganz anderes Thema. Ich bin mit einer Freundin, die Anfang der Pandemie, also wir hatten ein Projekt zusammen, wir hatten Texte geschrieben und so, wir hatten uns verabredet und das war ihr Geburtstag und wir haben so uns vereinbart, dass wir uns da und treffen und alles besprechen, wie wir halt weiter fortgehen und fortführen wollen, das ganze Projekt. Und dann kam ich dort an zu ihrer Feier und sie wurde gerade oder war gerade schon abtransportiert worden und hatte einen Herzinfarkt. Und ich habe sie nie mehr wieder gesehen, die ist dann gestorben. Und ihr ist das Stück gewidmet und ja, das war, so hat die Pandemie auch angefangen. Also, Her Flowers heißt das Stück und ist ihr gewidmet. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Flowers. Das nächste Stück beschreibt im Prinzip Sonnenaufgang, Taganfang, das heißt Daybreak. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich habe die neue CD, seine Doppel-CD. Und es ist einmal, wenn man das Album aufmacht, einmal eine grüne CD drin und einmal eine rote. Und wir haben jetzt ganz viel von grün gespielt und jetzt geht es das erste Mal in diesen roten Bereich. Genau, und warum das Ganze? Es gab einfach viele Stücke und für mich hatten die alle einen roten Faden. Die sind alle irgendwann ab 2021 entstanden. Und ich wollte die irgendwie zusammen aus dieser Zeit, weil die ganzen bis 23 geschrieben, irgendwie rausbringen und habe mir lange überlegt, wie könnte das am besten aussehen. Ne? Alles auf eine CD stecken, denke ich, ist auch nicht gut. Und so habe ich das irgendwie geschafft, irgendwie das Grüne ist dann auch wirklich dieses Quartett-Ding, was wir bis jetzt hier so haben, oder diese Art Quartett zu spielen. Und jetzt sind ein paar, manchmal ein bisschen elektrische Sachen auch dabei und vielleicht, also was die Platte betrifft, wir spielen natürlich hier weiterhin zu viert. Und lasst euch überraschen. Daybreak und danach geht's weiter. Dankeschön.
Vielen Dank. Daybreak, das war ja der Morgen im Prinzip. Und jetzt eine nächste Stimmung, die ich sehr gemocht habe, auch das war die Night Journey, also nachts spazieren zu gehen in der Corona-Zeit. Es war ruhig wie im Wald, es war manchmal zu still tatsächlich, aber es war auch toll, einfach so bei sich sein zu können und in der Familie viel spazieren gewesen und so. Und jeder hat das natürlich anders empfunden, aber das ist die Atmosphäre, die das für mich ein bisschen widerspiegelt, diese Erfahrung. Night Journey. Thank you.
Vielen Dank. Das war unsere Night Journey. Und es geht weiter mit einem Stück, das hat den schlichten Titel From Left to the Right. Und freut euch auf Juan Camilo Villa am Anfang mit Alfonso Garrido. Und es ist vom Phobit-Album. Und viel Spaß, From Left to the Right. We'll be right back.
Vielen Dank vom Left-Tour halt. Jetzt kommen wir in eine ganz andere Atmosphäre. Es gab ein wunderbares Festival. Ich glaube, das war das letzte Mal, als es stattfand vor der Pandemie. Im Berliner Kraftwerk in der Köpenicker Straße war das. Und das hieß The Long Now. Und ich war da ein ganzes Wochenende. Das ging halt, glaube ich, samstags mittags los und endete dann Sonntagnacht. Und das ging durch. Und es war das lange jetzt wirklich. Es gab so Drones-Musik oder diese Art Sounds und Licht. Und das Kraftwerk ist ja schon in sich unfassbar beeindruckend. Und es gab überall Liegen. Man konnte da liegen und sich ein bisschen entspannt zuhören und aber auch über Nacht dort bleiben. Und es ging aber die ganze Zeit weiter. Ich war auch involviert in ein Projekt mit 40 Trompetern, die halt, wir hatten das, ich glaube, zweimal aufgeführt und dann halt Imon tiefes C gespielt, einfach 20 Minuten lang oder so ähnlich. Und das war halt in diesem Raum auch Wahnsinn. Wir waren überall verteilt und das hat mich so inspiriert. Also ich fand das so fantastisch, auch nachts rumzulaufen, als die meisten schliefen, diese Art von Klängen, dieses Licht, diese mit, ach, wunderbar, also wirklich großartig, was für Stimmungen Menschen erzeugen können und wie man sich, wie wohl man sich auch da fühlen kann, wenn man da dabei ist. Und ich glaube, das ging dann jedem so. Und jetzt habe ich ein Stück, das auf der roten CD auch drauf. Und das heißt The Long Now. Und es geht über in Avenue, auch von der roten CD. Und das spielen wir jetzt. Herzlichen Dank. Thank you.
Vielen Dank, The Long Now und Avenue. Es geht weiter mit einem Stück, gewidmet dem wunderbaren Lokalrestaurant bei mir am Stuttgarter Platz. Das ist das Lenz und es ist vom Here and Now Album. Viel Spaß mit Lenz. Thank you.
Christoph Titz und Band live aus dem Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz in Berlin in unserem heutigen Funkhaus-Konzert hier bei Deutschlandfunk Kultur. Zu hören waren Alfonso Garrido, Perkussion und Schlagzeug, Juan Camilo Villa, Bass, Gero Körner, Keyboards und Christoph Titz, Trompete und Flügelhorn. Vielen, vielen Dank für dieses besondere Konzert. Es gibt gleich noch eine Zugabe, nämlich das Titelstück des aktuellen Albums, Walking the Corner. Und vorher möchte ich mich aber schon mal bei allen bedanken, die dieses Konzert ermöglicht haben. Michael Leverkus, Lukas Wilke, Jochen Hindenburg und Saskia Michels von der Technik. Und so viel kann ich jetzt schon verraten. Ab morgen ist dieses Konzert dann auch in unserer DLF-App und im Archiv auf unserer Webseite 30 Tage nachhörbar. Mein Name ist Matthias Wegner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, der bei uns im Programm dann gleich fortgesetzt wird mit der Sendung Einstand. Thema heute, das Debüt des Pianisten Max Philipp Klüser. Vorher aber noch, wie gesagt, Christoph Titz mit seiner Band und einer Zugabe. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Matthias Wegner. Herzlichen Dank, Deutschland von Kultur und Walking the Corner. Und danke, Jungs. Großer Spaß und Ehre. Merci. Thank you.